Hallo Leute! Heute geht's mal wieder um meine Haare und zwar zeige ich euch heute, wie man sich einen Stufenschnitt selber schneiden kann. Falls ihr nur die Spitzen schneiden wollt, dann schaut doch mal unten in die Infobox, da verlinke ich euch ein bisschen älteres Video, wie ich mir die Spitzen selber schneide. Und vorab, vor diesem Video, ist zu sagen, ich bin keine Friseurin, ich habe keine Ausbildung und eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Und es kann auch sein, dass sich in den Kommentaren ein kleiner Shitstorm bilden wird, wie ich das hier mache. Aber ich bin damit super zufrieden und ich habe mir noch nie die Haare irgendwie verschnitten. Also bis jetzt sah es echt immer gut aus. Und ja, also wirklich, also ich finde die Methode top. Und ich spare mir das Geld für einen Friseur und es sieht trotzdem super aus. Also wenn ihr das ausprobieren wollt, dann bleibt dran. Als allererstes, es gibt zwei ganz wichtige Dinge hierbei, ja. Ihr müsst euch erstens die Haare richtig, richtig gut durchkämmen und ihr braucht eine Friseurschere. Bitte nehmt keine Bastelschere und keine Küchenschere oder sonst was. Die kosten nicht viel. Die hier ist jetzt vom DM von Evelyn. Die hat 7 oder 8 Euro gekostet. Investiert das bitte. Bitte, bitte, bitte. Sonst macht ihr eure Haare nämlich wirklich kaputt. Und kauft euch eine Friseurschere. Das hier ist so eine ganz normale, also keine Effilierschere. Ja, sieht aus wie eine ganz normale Schere, ist aber für die Haare gedacht. Dann fangen wir mal an. Ich bürste mir erstmal meine Haare ganz gründlich durch. Also da sollen wirklich keine Knoten mehr drin sein. Sonst könnte es nämlich kleine Unebenheiten geben und das wollen wir nicht. Also schön ordentlich durchbürsten. Und jetzt kommt schon das Schwierigste der ganzen Sache. Ihr müsst euch einen Pferdeschwanz machen. Yay! Also das ist wirklich, der Rest ist noch einfacher. Es ist wirklich total einfach. Ihr müsst jetzt aber darauf achten, je höher ihr die Stufen haben wollt, desto weiter vorne muss der Pferdeschwanz sitzen. Das heißt, wenn ich mir nur hier einen Pferdeschwanz mache, dann sind die Stufen nicht so hoch, wie wenn ich mir hier einen Pferdeschwanz mache. Da sind sie höher. Ja, also das muss man natürlich berechnen. Und so kann man sich halt entscheiden, wie hoch möchte man die Stufen haben. Ich möchte sie jetzt nicht so hoch, weil meine Haare jetzt nicht so arg dick sind und ich möchte nicht, dass die unten irgendwo dann ganz dünn sind. Deswegen mache ich mir einfach mal einen ja, relativ normalen Pferdeschwanz. Und mein Haargummi. Wichtig hierbei ist, dass die Haare wirklich alle schön glatt in den Pferdeschwanz gehen. Ihr solltet auch dabei keinen Scheitel mehr haben, also die sollen wirklich alle straight rein, ja? Und jetzt kommt nochmal was Wichtiges, weil ihr bürstet das jetzt einfach nochmal hier hinten durch. Weil da darf jetzt wirklich kein Knoten drin sein. Und dann bürstet ihr das so hoch. Oh, da ist schon mal eine Decke, ne? So lang sind meine Haare. So, und dann haltet ihr eure Haare hoch. Ich mach das jetzt mal so. Legt euch am besten ein altes Handtuch oder sowas hier unter, damit die Haare nicht irgendwo auf dem Boden sind. Und dann, also wenn ihr die hochhaltet, müsst ihr wirklich gucken, dass die gerade, ich kann das jetzt hier schlecht demonstrieren, gerade nach oben gehen. So, und dann habt ihr hier Haare über. Und da könnt ihr jetzt, wie auch immer, wie viel, euch Haare abschneiden. Ich muss vorher nochmal sagen, ihr schneidet höchstwahrscheinlich, außer ihr habt wirklich den Zopf ganz hinten gemacht, nichts von der Grundlänge weg, außer ihr schneidet hier wirklich viel weg, ja. Also ich schneide jetzt, wie viel schneide ich denn weg? Ich schneide jetzt ungefähr so viel ab. Das sind jetzt so 4 cm ungefähr. Ja, die werden jetzt abgeschnitten. So, dann schneide ich noch ein bisschen hier so rein, damit es nicht so harte Kanten gibt. Also einfach mit der geraden Seite einfach mal ein bisschen reinschneiden. So, sieht es jetzt bis jetzt aus. Und jetzt mache ich den Zopf mal auf. So, ich habe jetzt echt nicht viel abgeschnitten, ja. Das ist jetzt gerade so ein bisschen was.
Handtuch weg. Ich habe jetzt wirklich keine großen Stufen reingeschnitten. Ich will euch nur mal demonstrieren, wie das aussieht. So, jetzt bitte nicht auf mein Outfit achten. Ich habe immer Chillerhosen an. Und ich bürste mal kurz. So, das hier ist die obere Haarschicht, das hier ist die untere Haarschicht. Und ihr seht, da ist eine Stufe. Und zwar keine arge, nur so eine kleine. Und das ist eigentlich genauso, wie ich die Haare haben will. Ja, also ich bin zufrieden. Und ich mag das so. Ich zeig's euch nochmal von hinten. Wahrscheinlich sieht man jetzt gar keinen so arg großen Unterschied. Ich habe halt auch nicht so viel abgeschnitten, ja. Aber ich finde die Variante super zum selber Stufen schneiden. Und ich bin mega zufrieden. Und falls ihr das nachmacht, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare und schreibt mir, wie euer Ergebnis war. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Däumchen hoch. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, dann abonniert mich. Und falls ihr Interesse an meiner Haarroutine habt oder an meinen Haarpflegetipps, verlinke ich euch alles unten in die Infobox. Meine Haare nämlich bei dem anderen, bei dem Spitzenschneiden-Video, waren die ungefähr so lang. Und jetzt sind die so lang. Also wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe, schaut in die Infobox und zieht euch die Tipps rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!